So, willkommen Leute zu einer neuen Page-Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und wir haben die Page 174.0. Und in dieser Page wurden zwei neue Tiere eingefügt. Und das erste Tier ist ein Papagei, das schon verfügbar ist ab Level 75 als Puzzleteil. Pro Level Up kriegt man ein Puzzleteil von diesem Tier und man braucht 25 Puzzleteile, um ein Tier zu vollenden. Und wie ich das denke, dass man das Tier nicht vollenden kann. So, als weiteren haben wir eine Antilope bekommen, die aber noch nicht eingefügt worden ist. Und es gibt eine Bürgermeister-Quest, Stufe 13. Und das zeige ich euch dann alles gleich. So, als erstes zeige ich euch dann die ersten zwei Tiere. Das erste Tier ist ein Steppentier. Das ist ein Steppentier. Hier ist die Antilope. Und das zweite Tier ist ein Papagei. Ist im Dschungel. Das ist dieser Papagei, der für ab Level 75 zu haben ist beim Level Up. So, jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail. So, und hier sind die Namen der Tiere. Das ist der Borstenkopf-Papagei und der Hirschziegen-Antilope. Und wir haben noch eine neue Bodenart, die pompös heißt, wo die eingesetzt wird, werden wir dann wahrscheinlich irgendwann mal feststellen oder es ist schon eingesetzt, da ich ja sowieso keinen Boden-Editor habe. Oder es wird ein neuer Weg sein. Das werden wir dann sehen im Spiel. Und es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich noch euch zeigen möchte. So, und das ist die Bürgermeister-Quest 13. Und Schatzsucher-Zoo. Wir müssen uns mehr an Schatzsuchen beteiligen. Und das ist eine mächtige Quest. Man muss 50 Retro-Truhen öffnen. Jetzt fragt sich bloß, werden diese Truhen, die man schon geöffnet hat, glaube ich, werden nicht mit dazu zählen, sondern aber wenn man das die Quest erst, glaube ich, freigeschaltet hat, wird es angefangen zu zählen. Das wird auf jeden Fall dauern, besonders bei den legendären Truhen. Das wird echt dauern. 35.000 Tickets, das ist ja Klacks eigentlich. Und vollende Puzzleteil 250, das wird wahrscheinlich auch jeder schaffen. Und als Belohnung gibt es 20 Schlüssel, einen Spielplatz Piratenschiff, 400 Münzen, 175 Diamanten und 1 Million Erfahrungspunkte. Da sieht man noch die kleine Null noch hier. Also gehe ich davon aus, dass es 1 Million ist. Und es gibt noch im Sammelalbum noch irgendeine kleine Fehler. Das zeige ich euch auch dann. So, und dann gehen wir ins Sammelalbum. Und da heißt es zum Beispiel hier beim Hauptzoo Parktypen Savannename. Was das heißen soll, ich glaube zwar eher nicht, dass es ein neuer Zoo dazu kommt, dass Savanne dann als Hauptbodenart haben wird. Das glaube ich eher nicht, dass es so schnell kommt. Irgendwann wird es wahrscheinlich kommen. Aber jetzt glaube ich eher nicht. So, ich denke, das war's erstmal für die Page-Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.